Angela Merkel hat mal gesagt, wir wollen das nachhaltigste und energieeffizienteste Land der Welt werden. Die Zeiten sind schon längst vorbei, der Zug ist schon abgefahren. Trotzdem haben wir uns bestimmte Dinge vorgenommen, nämlich bis 2050 etwa 80% unserer Energieversorgung durch erneuerbare Energien zu leisten. Das soll dann zu einer 80%igen Verringerung der Emissionen führen. Und das heißt wiederum, dass wir letztlich 523 Terawattstunden, also wir sprechen sonst immer von Kilowattstunden, wenn Sie so die Preise hören, bei Ihren Stadtwerken. Und wenn wir das tatsächlich erreichen wollen, ist ganz klar, das Energiesystem muss sich ganz grundlegend ändern und braucht eine richtige neue Struktur. Wir kommen also aus einer Welt, wie sie da links angezeigt ist, etwa mit immer noch Atomkraftwerken, aber natürlich auch mit fossilen Großkraftwerken, Kohle, Braunkohle, Sie alle haben die Diskussion mitbekommen. Und wir müssen irgendwie auf diese rechte Seite kommen, wo wir vielleicht noch große Windparks haben, aber sonst viele kleine einzelnen Einheiten auf den Häusern, Solaranlagen, kleine Windanlagen, kleine Windparks in Gemeinden, in vielleicht Waldregionen oder Bergregionen, wo tatsächlich auch viel Wind weht. Weil wir unter anderem auch Probleme haben, vom Norden in den Süden den Strom zu transportieren. Unsere Netze fangen an zu glühen. Wir müssen dann dummerweise die Windparks ausstellen und müssen dafür sorgen, dass dann an anderer Stelle, wo der Strom benötigt wird, tatsächlich Kraftwerke anspringen. Und dann müssen die da oben auch noch bezahlt werden für dieses Ausschalten. Und das macht unseren Energiemarkt im Moment so furchtbar teuer. Also es geht darum, wie kriegen wir das hin, von dieser Seite auf diese zu kommen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass unsere Energieversorgung funktioniert. Dann haben wir mehrere Aufgaben oder Challenges vor uns. Wir haben hier einmal die Frage des Netzausbaus, die wird ständig diskutiert. Und da gibt es natürlich auch ganz viel Kontra und es gibt sehr viele Bürgerinitiativen gegen den Ausbau, weil es natürlich auch die einen oder anderen sehr stört, eine Hochspannungsleitung oder auch eine Mittelspannungsleitung oder auch das Verteilnetz bei sich zu haben. Eine weitere Möglichkeit sind natürlich Speicher einzubauen. Das ist was ganz Wichtiges. Speicher werden uns helfen in der dezentralen Energieversorgung. Aber auch da gibt es natürlich häufig Protest, denn Speicheranlagen sind groß, sind nicht immer nur mit gesündesten Chemikalien realisiert. Auch da muss man sehr, sehr sensitiv mit den Menschen umgehen. Und wir haben die Möglichkeit, aber auch Energiegemeinschaften zu gründen. Und das ist letztlich unser Thema. Energiegemeinschaften, die selbst beteiligt sind an einem Betrieb von einem kleineren Windpark oder eben von großen Solaranlagen, mittleren Solaranlagen, die aber in der Region sind typischerweise. Und die vielleicht sogar auch mit dem Eigentum dieser Anlagen verbunden sind aus diesen Gemeinschaften für jedermann oder jeden, der es möchte. Dann stellt sich die Frage, können wir damit das tatsächlich sicherstellen? Und das sind wir überzeugt, das wäre unsere Vision, dass wir das in Zukunft tatsächlich können, unabhängig jetzt mal von der Blockchain zunächst. Die Frage stellt sich dann nur, sind die Leute wirklich einverstanden? Und es gibt so eine Mentalität, die nennt sich NIMBY, heißt Not in my backyard. Ihr könnt alles machen, aber bitte nicht bei mir. Das ist so eine typische auch deutsche Haltung. Das möchte man natürlich vermeiden und wir glauben, dass wir eben durch erstens mal Überzeugungsarbeit, zweitens aber auch die Beteiligung der Leute in diesen Gemeinschaften es hinbekommen können, dass viel mehr Akzeptanz da ist, viel mehr Interesse auch an dieser Technologie und damit auch eine Realisierung möglich wird. C-Cells ist ein riesengroßes Förderprogramm, in dem wird diese Arbeit gefördert und da sind wir eben dabei, auch zu sagen, oder was wir dabei realisieren wollen, ist eben mehr Partizipation zu schaffen, mehr mit den betreffenden Leuten dann auch zu reden, mit ihnen gemeinsam das entsprechende Design zu errichten. Unser konkretes Projekt heißt LAMP, das steht für Landau Microgrid Project. In dem versuchen wir genau so etwas umzusetzen in einem Wohngebiet in Landau, wie der Name schon sagt. Dort schauen wir uns tatsächlich mal eine ganz kleine Zelle an und dann haben wir keine Tausenden von Sensoren, sondern tatsächlich vielleicht 20 Haushalte am Ende, die bei uns mitmachen, die dann 20 solcher Smart Meters haben. Der Gilbert hat davon ja schon vorher berichtet. So sieht dieses Wohngebiet aus. Von oben ist eine ehemalige Lazarettanlage, deswegen heißt er auch Lazarettgarten. Und in dieser Anlage haben wir sozusagen ein Arealnetzwerk. Das heißt, da geht irgendwo eine Leitung rein und in diesem Areal gibt es eine Stromversorgung. Und jetzt versuche ich mal einen kleinen Trick. Wir haben nämlich mal eine schöne Animation zusammengestellt und die will ich jetzt mal laufen lassen. Sie hören jetzt meine Stimme einfach über das Mikrofon
es geht quasi um ein Stadtquartier, in dem es viele verschiedene Einheiten gibt. Jetzt muss ich den Knopf noch finden. Und jetzt geht der Lautsprecher nicht, oder was? Warum haben Sie ausgestellt? Also dann muss ich es irgendwie doch händisch erklären. Also da gibt es dann große Stromanbieter, die letztlich uns den Strom in die Häuser hineinbringen. Es gibt aber auch in diesen Anlagen vielleicht schon ein Blockheizkraftwerk seit einigen Jahren, der Strom produziert. Es gibt aber auch den Herrn Sommer, der so eine Anlage auf dem Dach hat, eine Solaranlage. Und in den Sommermonaten hat er vielleicht viel zu viel Strom und kann den nur ins öffentliche Netz einspeisen. Toll wäre, wenn er das letztlich seinem Nachbar geben könnte, damit er sein Auto laden kann oder die Klimaanlage betreiben kann. Insgesamt wäre es dann auch schön, wenn das Blockheizkraftwerk mal zu viel hat, wenn es vielleicht den Kindergarten damit bedienen könnte, der in diesem Wohngebiet eben auch ist. Insgesamt würde man sich damit ein bisschen weniger abhängig machen von diesen großen Energieprovidern und das Geld tatsächlich in der Region lassen. Eine Blockchain könnte das organisieren. Wir bräuchten sozusagen Rechenpower und natürlich die Smart Meters in den einzelnen Gebäuden bei den einzelnen Teilnehmern. Die Blockchain, das wurde jetzt schon super erklärt, die schreiben sozusagen diese Transaktionen dann in diese Blöcke hinein. Und das wird dann auch sicherstellen, dass keine dieser Transaktionen verloren geht oder manipuliert werden kann, damit dann am Ende eine vernünftige Abrechnung stattfinden kann. Dabei muss dafür gesorgt werden, dass es eben kryptografisch versiegelt ist, damit eben keine Manipulation stattfindet. Das wird man in der Blockchain, das liegt aber in der Technologie der Blockchain, dies sicherzustellen. Somit können wir alle Transaktionen, die jetzt innerhalb dieser kleinen Gemeinde hier stattfinden, können wir alle mit aufzeichnen und dann entsprechend abrechnen. Jeder kann seine Transaktionen anschauen und das kann auf dem Laptop oder auf seiner App tun, die entsprechend wir gerade installiert haben dort. Und kann natürlich nicht manipulieren, bei sich nicht und bei anderen nicht, kann bei anderen eigentlich nur pseudonymisiert in die Daten hineinschauen und das ist letztlich die Idee der Blockchain in einem solchen Anwendungsfall. Das könnte natürlich jetzt nicht nur in einem kleinen, sondern kann auch in einem großen Netzwerk stattfinden, ganz allgemein, oder die Idee ist natürlich auch hier die Märkte, von denen ich vorher gesprochen habe, in Landau beispielsweise, solche Märkte dann zu koppeln und zu einer flächendeckenden Versorgung dann über solche Netzwerke oder über solche Blockchain-basierten lokalen Energiemärkte zu gelangen. Schauen wir uns noch mal ein bisschen genauer hinein. Das Ganze nennt sich dann eine Kundenanlage. Und in diesem Fall haben wir PV-Anlagen auf dem einen Dach, Blockheizkraftwerke, wir haben da hinten auch noch Anlagen auf den Dächern, wir haben eine Ladesäule. Wir haben derzeit 4 Teilnehmer tatsächlich angeschlossen, weil wir gerade wirklich im Prozess sind, dieses Projekt umzusetzen. Sie sehen dann diejenigen, die schon zugesagt haben, mit denen haben wir schon einen Vertrag und die anderen Teilnehmer sind Interessenten und da finden wir auch sicher noch mehr. Also wir wollen auf etwa 20 kommen, sind damit das einzige Projekt in Deutschland, wo es tatsächlich mal schon läuft. Aber wir müssen sagen, das läuft derzeit noch nicht auf der Blockchain. Ich erkläre auch noch gleich ein bisschen warum. Nur was macht eigentlich das Sinn oder warum ist das eigentlich auch ökonomisch durchaus sinnvoll zu tun? Und so eine Kundenanlage hat den regulatorischen Vorteil, und Sie wissen, der Strommarkt ist sehr stark reguliert, hat den regulatorischen Vorteil, dass man keine Netzgebühren zahlen muss, beziehungsweise die Netzagentur festlegt. In einem solchen Areal muss der Netzbetreiber dafür sorgen, wie er finanziert wird. Jetzt ist in der heutigen Situation es noch so, dass mit dem Einspeisetarif man eine Rechnung aufstellt, am Ende eigentlich zu einem nur geringen Unterschied kommt, nämlich nur 4,1% einen Cent hat, den man verteilen kann zwischen den Netzbetreibern und denen, die kaufen und verkaufen. Der Kuchen ist also ziemlich klein, das soll ein Kuchen sein. Ups, jetzt habe ich das da falsch gedrückt. Ja, und wenn aber jetzt 2020 die ersten Solaranlagenbetreiber aus der Einspeisevergütung rausfallen, dann fällt auf einmal dieser Betrag weg. Und mit dem Betrag die entsprechenden Steuer und Auflagen und so weiter. Und auf einmal wird der Kuchen ganz schön groß. Dann haben wir 18 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist doch tatsächlich ein Potenzial, das sich lohnt zu diskutieren, wie man das verteilt. Wie verteilt man in einer Ökonomie, so wie wir das typischerweise machen? Dann nimmt man einen Markt. Ein Markt generiert Preise und das Tolle wäre, wenn wir sozusagen an der Knappheit der Energie, eben bei Sonnenschein haben wir viel mehr als
in der Nacht. Und wir haben natürlich bei viel Wind auch mehr Strom als bei mehr Strom und damit wird er auch günstiger, als das ist, wenn wir eben Windstille haben über längere Perioden hinweg. Deswegen wäre es schön, wenn wir den Preis als Knappheitsmaß nehmen, so wie wir das typischerweise aus der Ökonomie kennen. Die Frage dann, ob die Blockchain tatsächlich taugt dafür, die haben wir uns ziemlich intensiv gestellt. Und eigentlich sind alle Themen schon ein bisschen angesprochen, die ich auf dieser Plattform habe. Volker hat schon das Thema Trusted Interface eigentlich angesprochen, nämlich die Frage, wer traut dem Sensor, dass der die richtigen Daten hier einträgt. Und das ist die Frage des Stromzählers. Hat der Stromzähler tatsächlich das gemessen und das geliefert in die Blockchain? Und da fehlt es heute noch an Standardisierung, auch Themen, mit denen du dich beschäftigst. Also letztlich ist aber das in Arbeit. Ich glaube, das wird die Blockchain nicht verhindern. Dass wir dort mit bezahlen können, das können wir mit Kryptowährungen. Ich glaube, wir hören gleich noch einen Vortrag dazu. Ich dachte, der ist vor mir. Aber das können wir sicher erledigen über die Blockchain. Aber das ist jetzt kein spezieller Energiefall, sondern das ist einfach die Bezahlung für Transaktionen. Spannender wird es tatsächlich bei der Frage, können wir denn diesen Markt betreiben? Und Gilbert hat sehr schön die Smart Contracts beschrieben. Wir können also diesen Handel beschreiben in diesen Smart Contracts. Das sind Funktionen und da stellt sich dann einfach die Frage, wie können wir denn Kommunikation und Koordination in großen, also wenn es nicht nur so klein ist, sondern wirklich viele Teilnehmer hat in so einem Markt, wie können wir diese Komplexität zum einen bewältigen? Lässt sich das noch vernünftig rechnen? Und Sie kennen die Diskussion, wie viel Energie die Blockchain verbraucht heute. Und die andere Frage des Vertrauens. Glaube ich denn tatsächlich an diese Trusted Interfaces? Glaube ich denn an die Dezentralität? Und Gilbert hat mir so einen schönen Comic gegeben, ganz am Anfang oder geschickt am Anfang. Bei wem beschwere ich mich denn, wenn ich keinen Strom mehr habe? Und dann heißt es vielleicht, ja, gehen Sie doch mal zur Dezentralität und gehen Sie mal dahin und fragen Sie mal nach. Also das funktioniert natürlich nur ganz schwierig. Deswegen lassen wir das Kästchen mal offen. Das sind unter anderem unsere Forschungsfragen. Das will ich jetzt ganz kurz machen. Ich hatte gehofft, dass das ein bisschen schon vorher kommt, aber es gibt letztlich auch ganz unterschiedliche Ansätze, nämlich die sogenannte Public Blockchain. Die Public Blockchain ist die, die wir von Bitcoin kennen, von den Währungen, die tatsächlich offen ist, wo sich jeder in diese Blockchain hinein, ich sag mal, definieren kann und einhängen kann. Das krasse Gegenstück dazu ist die ganz private Blockchain. Die private Blockchain, da gibt es einen begrenzten Kreis von Teilnehmern, der bestimmt wird von einem, der die Blockchain in gewisser Weise betreibt. Damit habe ich aber die Faszination, das muss man an der Stelle gleich sagen, nicht mehr, dass ich eine Plattform betreibe, die keine Zentrale hat, denn dann habe ich wieder jemanden, der zentral darüber verfügt. Und dann gibt es natürlich noch alles Mögliche dazwischen und da wird es dann auch spannend und ich glaube, da liegt auch für viele Anwendungen, auch die Gilbert aufgezählt hat, ein ganz großes Potenzial, dass man eben bestimmte Authorities hat, also bestimmte Knoten hat in so einer Blockchain, die dann die Autorität haben, bestimmte Zulassungen zum Beispiel vorzunehmen oder auch Bestätigungen dieser Blöcke. Gut, man kann das dann schön auch noch politisch, wenn wir noch Zeit haben zum Diskutieren, kann man mal darüber diskutieren, ob das nicht im politischen System durchaus ähnlich ist. Ich fand diesen Begriff der Demarchie sehr faszinierend, den man da auf so eine Permissioned-Blockchain eigentlich anwenden kann. Zurück zu unserem Projekt nochmal ganz kurz. Wir haben also einen zentralen Marktplatz jetzt aufgebaut. Märkte bauen wir schon seit Ewigkeiten, alle möglichen verschiedenen Marktplattformen, die aber immer eigentlich auf einem Rechner oder in der Cloud laufen, aber es ist ein zentrales System. Also alle Information läuft auf diesem Markt zusammen und da wird ein Preis erstellt, der dann die Nachfrage und das Angebot entsprechend matcht, wie man so schön sagt. Da hat es ein bisschen was verhauen und entsprechend funktioniert das letztlich wie eine Börse, könnten wir mal grob sagen. Was wir gleichzeitig machen, und das ist jetzt unser Blockchain-Anteil, wir feeden diese Daten, wie wir sagen, also wir holen uns die Daten und ziehen sie in eine Blockchain, die bei uns im Labor läuft, um zu testen, wie weit können wir eigentlich kommen, wo hilft die Blockchain tatsächlich. Wir simulieren also bei uns im Labor, in unserem Blockchain-Labor, entsprechend den Handel, den Strom, die Stromtransaktionen, die wir in unserem LAMP-Projekt vornehmen. Wir haben jetzt rausbekommen, dass wir ungefähr 2000 Haushalte bedienen können und können dann in 15-Minuten-Schritten diesen Handel machen. Das ist derzeit auch das, was man am Strommarkt tut. Das Skalierungsproblem kann man damit eigentlich in den Griff bekommen, wenn wir solche Permission-Blockchains haben. Die Komplexität, ich habe es vorher schon erzählt, die Koordination und
Kommunikation, die man braucht, um eine Markttransaktion tatsächlich zu vollziehen, ist einfach wesentlich höher. Es ist ziemlich schwierig für die Leute, das nachzuvollziehen, was in diesem Smart Contract passiert. Die können auch schwer die Software lesen in diesem Smart Contract, auch wenn der sehr offen ist und transparent. Also das bleibt mal mit Sicherheit weiter noch ein Problem. Und der Punkt, dass man mal die Dezentrale anruft, ist natürlich ein tatsächliches Problem. Die Pseudo-Anonymität ist dann eben auch noch eine Frage, das ist wahrscheinlich nicht ganz unwichtig, wenn die Gruppe klein genug ist, wenn wir also in einem Wohngebiet sind und wir haben zwar Pseudonyme und ich weiß nicht, wer die Transaktion gemacht hat, aber mit der Zeit kann ich das schon rauskriegen. Der ist im Urlaub, macht keine Transaktion. A, dann ist der wahrscheinlich der Herr Meier immer der mit diesen Transaktionen. Ich bin gleich durch. Es gibt noch eine Reihe von offenen Fragen, die uns da beschäftigen. Das ist Herr Schöfer tatsächlich, unser Premium-Teilnehmer in diesem Projekt und wir arbeiten daran, so etwas tatsächlich zu einem Konzept zu machen, dass dann Stadtwerke für Neubaugebiete oder auch Bestandsgebiete nehmen können, um dort eben Stromhandel und der Nachbarn zu ermöglichen. Vielen Dank und bei Fragen wenden Sie sich gerne an diese E-Mail. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Christoph Weinhardt.